Hans-Peter Wirth, der Werkhüls. 27. Januar, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Welt meiner Skulpturen. Der Schnee lässt ein bisschen wieder die Arbeit ruhen. Ja, wenn man im Freien arbeitet, lässt ein der Schnee seine Arbeit ruhen. Das ist das, was ich gestern gearbeitet habe. Es passt insofern ganz gut, als mich es beschäftigt hat bei diesem frischen Holunderholz, wie kann ich es in der Kontrolle behalten, wenn das Holz trocknet. Das ist ein Problem. Ich berichte euch ja jetzt hier so ein bisschen aus wirklich der Werkstatt, aus meiner Werkstatt. Was kann man tun, dass frisches Holz sich nicht so verändert, dass man es vielleicht gar nicht mehr benutzen kann? Und das ist eben, wenn das Holz sehr reißt. Ich habe mir hier schon etwas dazu überlegt. Das werde ich vielleicht in einem der darauffolgenden Tage dann auch zeigen können. Ich will einmal dieses Motiv, wie sich frisches Holz verändert, das will ich gerne einmal kurz ein paar anderen Skulpturen zeigen. Das ist etwas, was ich einmal für Kinder oder im Zusammenhang mit Kindern gemacht habe. Es ist ein Apfelbaum von einer schönen Obstbaumplantage von guten Freunden am Bodensee. Und hier kann man sehen, ja, bei diesem, sagen wir mal, Zwerg, wie das Holz eben reißt. Kinder haben hier sogar selbst noch ein bisschen dann mitgeholfen. Sie haben Wachs hier hineingefüllt. Vielleicht auch ein schönes Motiv. Ein anderes Beispiel, das ist eine Weide, die ich einmal bearbeitet habe. Und hier sieht man, wie dann das Holz beim Trocknen doch sich weit öffnet. Ich habe diese Motive durchaus auch manchmal aufgenommen, aber man möchte es natürlich schon auch ganz gerne in der Kontrolle im Griff behalten. Das ist auch bei der Skulptur Franziskus der Fall. Damals habe ich das bei diesem frischen Stück Pappelholz so gelöst, dass ich diesen Innenraum gebildet habe, um das Reißen. Man sieht es oben ein bisschen abzusperren, und so ist dann, ich denke, dieser schöne, vielleicht sogar imaginäre Innenraum entstanden. Ja, mit so einem Motiv, mehr ein technisches, aber vielleicht auch dann doch ein künstlerisches Motiv, sende ich euch Grüße für einen schönen Abend, eine gute Nacht und morgen für einen guten Tag. Euer Hans-Peter Wirth, der Werkhüls.